Jeder kennt Batman als eine der Hauptfiguren der DC Comics. Der Dunkle Ritter selbst ist seit jeher einer der beliebtesten Superhelden der Welt, der mit den meisten Hauptfiguren des Marvel Cinematic Universe konkurriert und sie oft sogar übertrifft. Als solcher erscheint Batman oft als Teil einer viel größeren Rivalität zwischen zwei Comic-Giganten, wobei es erwähnenswert ist, dass dieser Konflikt eher in den Köpfen der Fans existiert als hinter den Kulissen, wo Schauspieler, Autoren und andere Talente sich oft frei fühlen, zwischen den DC- und Marvel-Universen zu wechseln. Beispielsweise sind im kommenden Warner Brothers Film The Batman, der die Legende von Gotham City in einem noch düstereren Licht erscheinen lässt, eine Reihe von Schauspielern zu sehen, die euch bekannt vorkommen werden. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht auffällt, so sind doch drei der Hauptdarsteller aus dem Marvel Cinematic Universe in diesem Film für DC vertreten. Der erste der Marvel Megastars tauchte erst in der Mitte der Infinity Saga auf, und zwar der ehemalige Gollum-Darsteller Andy Serkis, der als neuester Darsteller Bruce Waynes Butler Alfred Pennyworth in The Batman spielt. Im MCU ist Serkis Charakter viel bösartiger, denn er spielte Ulysses Klaue. Ursprünglich tauchte er in Avengers Age of Ultron auf, bevor er seinen Weg in Black Panther fand. Klaue ist der Waffenhändler im Untergrund, der für den Diebstahl von Vibranium aus Wakanda verantwortlich ist. Ursprünglich war er der Hauptantagonist in Black Panther, wurde dann aber von seinem Partner Eric Killmonger ermordet, der Klaue verriet, um nach Wakanda zu gelangen und T'Challa herauszufordern und seine Herrschaft zu stürzen. Das MCU ist nicht die einzige Marvel-Filmreihe, mit der Serkis in Verbindung gebracht wird. Er war auch der Regisseur von Venom: Let There Be Carnage. Damit ist er der einzige Schauspieler auf dieser Liste, der direkte Verbindungen sowohl zu DC als auch zum MCU hat, während er gleichzeitig eine Rolle in Sonys Reihe von Spider-Man-Filmen spielen kann. Neben Serkis tritt auch der irische Schauspieler Barry Keoghan sowohl in The Batman als auch im MCU auf, obwohl sein Einstieg in das MCU viel später erfolgte als der von Serkis. Keoghan spielte in The Batman eine Figur, die geheim gehalten wurde. Offiziell wurde er in den Vorabinformationen als Officer Stanley Merkel bezeichnet, doch die Figur, die er im Film tatsächlich spielt, ist viel mysteriöser. Sicher ist, dass sein MCU-Charakter, der als Druig bekannte Eternal, auch in zukünftigen Filmen auftauchen wird. In Eternals wird Druig mit seiner Macht der Gedankenkontrolle zu einem der wenigen Eternals, die sich gegen die Celestial-Schöpfer auflehnen. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie er und seine überlebende Familie für ihre Rebellion bestraft werden könnten. Zu guter Letzt gibt es noch Jeffrey Wright, der in The Batman den berühmten James Gordon darstellt, welcher ebenfalls auch im MCU mitspielt. In den meisten Batman-Geschichten ist James Gordon als Polizeichef von Gotham City und Vater von Barbara Gordon alias Batgirl bestens bekannt. Er ist einer der treuesten und vertrauenswürdigsten Partner von Batman und der Hauptgrund dafür, dass die Polizei von Gotham City oft mit Batman zusammenarbeitet. Gordon ist eine Rolle mit hohem Wiedererkennungswert, die in den vergangenen Filmen am bekanntesten durch Gary Oldman in der Dark Knight-Trilogie verkörpert wurde. Auf der MCU-Seite ist Wrights Rolle jedoch schwer zu erkennen, wenn man nicht richtig darauf achtet. Das liegt daran, dass Wrights Rolle im MCU im Gegensatz zu den anderen aufgelisteten Schauspielern ausschließlich gesprochen wird und er bisher noch in keinem Film aufgetreten ist. This mission requires a team, the perfect combination of skills and experience. Stattdessen taucht Wrights Figur als Uatu, auch bekannt als der Wächter, ein kosmisches Wesen, das die Ereignisse im gesamten Multiversum beobachtet, nur in der animierten Disney Plus Serie What If auf. Obwohl Uatu sich bemüht, unparteiisch zu bleiben, zeigt die Serie, wie er schließlich erkennt, dass eine zunehmende Bedrohung sein Eingreifen erfordert. Mit The Batman werden wir Wright jedoch endlich in einer regulären Comic-Verfilmung sehen. Das ist ein großer Schritt für den Schauspieler, der die Kritiker seit seinem Durchbruch in Basquiat im Jahr 1996 beeindruckt hat, in dem auch ein weiterer Commissioner Gordon, Gary Oldman, mitspielt. Schaut euch auch eines unserer neuesten Videos gleich hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über The Batman. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.